Und das sind auf jeden Fall die Grafiken, die jetzt in der chinesischen Fortnite-Version drin ist. Weil China schon das Update für 5.1 hat, können wir jetzt schon die Informationen dort rausziehen. Alright, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße an Team Nachtaktiv. Ihr wollt schon schlafen, bleibt noch dran, Leute. Wenn ihr jetzt schlafen geht, verpasst ihr mal eben die saftigsten Leaks, die ich seit langem für Fortnite leaken kann. Ihr wisst, dass morgen die China-Version rauskommt, ne? Morgen, 24.07. ist ja, vielleicht wenn das Video rauskommt, ist schon 24.07. Ist auch egal. Kommt die chinesische Version von Fortnite raus, ne? Andere, und zusätzlich kommt natürlich auch das neue Update für Fortnite raus, Version 5.1. Klar, alle paar Wochen kommt ein neues Update raus. Kommt morgen und so weiter. So, bei dieser chinesischen Version ist jetzt aber ein dicker Fehler unterlaufen. Und zwar ist diese chinesische Version schon auf Version 5.1. Das Update, was erst morgen rauskommt, haben die Chinesen schon. Die können nur das Spiel nicht starten. Das hindert aber nicht daran, eine Liga in die Datei zu schauen und was es Neues an Sachen gibt. Für Skins, für Emojis oder Rückendecker und Gleiter. Und all diese Informationen habe ich für euch jetzt schon, bevor das Update überhaupt morgen online kommt. Und deswegen sage ich euch, es ist eines der geilsten Leaks, die ich für euch habe. Also danke an alle, die jetzt noch dran sind. Und wenn ihr weiter sehen wollt, was hier so dabei ist, bleibt dran. Ich würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen, Leute, weil nicht nur diese Videos bekommt ihr in eurer Abo-Box, sondern auch natürlich auch die ganzen News, die ich über die Community-Version für euch poste, wie zum Beispiel zum Shop, welche neuen Skins dazu kommen. All das bespreche ich noch in diesem neuen Video, weil ihr kriegt morgen zum Geburtstag von Fortnite 2 Skins geschenkt, wenn ihr Rettet die Welt beherrscht und so weiter. So, das sind die Nachrichten. Wir legen los. Allererstes Skin ist ein Streetpunk-Skill, würde ich mal sagen. Ist eine Frau mit roten Haaren, sind ein bisschen zur Seite geleckt, hat eine Kurve auf der Brust, eine gelbe Weste, Schuhe. Sieht sehr street-stylig aus. Hier noch die Anmerkung, Leute. Ich weiß nicht, welche Stufe die haben, ob die episch, legendär sind und so weiter. Das kann ich nur vermuten. Also die Leaks sind zu frisch. Die sind wirklich knackig, frisch. Die sind so knackig. Ah, eure Freundin hat nicht mal so einen knackigen Hinter. Wieso knackig sind die Leaks, ne? Deswegen, diese Informationen kommen in den nächsten Stunden rein, aber ich dachte mir, ich serviere es euch einfach so schnell es nur geht. So, dieser Skin heißt Street Racer Cobra, also es hat was mit Rennen zu tun. Klar, Autos sind in Season 5 reingekommen und deswegen sind auch kommen jetzt Skins mit Rennen dazu und das ist einer davon. Ich finde, die sind nice aus, ich würde sagen episch. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr dazu hält, was ihr davon haltet. Natürlich auch gern gesehen, wenn ihr einfach in die Kommentare postet. Zweiter Skin ist, die männliche Variante ist der Street Racer Cobra in männlich. Auch der hat eine Lederjacke an, sieht auch sehr street-stylig aus, mit einer Jeanshose, so wie es aussieht. Sehr, sehr cooler Look, finde ich. Und wie gesagt, in meinen Augen episch, könnte vielleicht aber auch blau sein. Also legendär sehe ich da, ich sehe keine legendäre Qualitäten, was das angeht. Eines der nächsten Skins ist ein... Ja, schwer zu sagen. Sieht aus wie ein Army-Taucher. Es ist so ein Typ mit einer... Sieht aus wie Splinter Cell. Wenn jemand hier das Schleichspiel Splinter Cell kennt, irgendwie sieht er so danach aus. Er hat so ein Visier, Nachtsichtgerät, Mundschutz, als ob er tauchen geht und eine ziemlich neongrünfarbige Farbpalette mit einem Hoodie oben drauf. Modern Military heißt der Skin. Also erinnert schon fast an Modern Warfare aus Call of Duty. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein mega Army-Skin. Sieht ein bisschen abgespaceder aus, aber auch der kommt jetzt morgen rein, in das neue 5.1 Update. Und als nächstes Skin ist eine Taucherin dabei. Oh, die ist knackig. Die hat ein Paket. Die hat ein Paket, Leute, weil der Neoprenanzug sitzt hauteng. Hauteng sitzt das Ding und da hat er aber eine Tauchermaske auf. Warum jetzt ein Taucherskin reinkommt? Klar, wegen dem Sommerthema, was in Season 5 rein ist. Ne? Wir haben da Sommer, wir haben Beach als Thema, wir haben Rettungsschwimmer, jetzt haben wir auch eine Taucherin drinne. Ja, sieht ganz nett aus, aber ich denke mal ein bisschen langweilig. Ich würde mal sagen, aber dass die legendär wird. Ich vermute mal, dass die legendär wird. Sehen wir gleich noch am Rückendecker. Neben dem weiblichen Taucher kommt auch noch eine männliche Taucher rein. Und beide haben ihren eigenen Rückendecker. Und der männliche Taucher sieht auch ganz nett aus, würde ich mal sagen. Und als zu guter Letzt noch einen männlichen Rettungsschwimmer. Wir haben die weibliche Rettungsschwimmerin in Season 5. Und der männliche Rettungsschwimmer kommt jetzt auch rein. Der hat eine weiße Nase. Und eine Pfeife und ein Seil um sein Ding da und der könnte tatsächlich legendär sein, aber ja, ach, ist schwer einzuschätzen, Leute. Passend dazu gibt es dann natürlich auch einen Rettungsring als Rückendecker, ne, das kriegt der Rettungsschwimmer. Der sieht ganz okay aus, würde ich mal sagen, nichts Krasses. Die Rettungsschwimmerin kriegt einen Gastank mit zwei Emojis-Sticker drauf, eine Krabbe und einen Wal. Deswegen würde ich mal sagen, könnte die legendär sein, weil klar, epische Skins haben auch Rückendecker, keine Frage, aber irgendwie sieht die legendär aus, würde ich mal sagen. Es kommt noch ein weiteres Tank rein.
Und zwar auch ein Gastank, ein Tank zum Atmen. Aber so, für die Rennfahrer gibt es auch nochmal einen Rückendecker. Das ist dann ein Baseballschläger. Ein Baseballschläger mit einem Rucksack hinten dran. Also die sollen Rennen fahren, aber das sind wohl Hooligans, was das Rennenfahren angeht. Ihr könnt wie immer natürlich gerne eure Meinung zu den Skins sagen. Was hält ihr davon? Welche würdet ihr kaufen und so weiter? Aber ich würde mal sagen, die Rennfahrer gefällt mir bisher am besten. Und das ist der Rückendecker mit einem schönen Baseballschläger oben drauf. So, eines der nächsten Rückendecker, das ist wahrscheinlich für die weibliche Rennfahrerin. Und das ist eine Gucci-Tasche mit Munition als Verzierung. Ne, das würde ich mal sagen. Das sieht aus wie ein Backpack, aber ein Backpack, der von Gucci kommt. Und da sind halt Munition, Patronen als Reißverschluss drin und mit goldenen Ketten und so weiter. Sieht olkig aus, nicht gerade nach Rennfahrer. Sieht gerade nicht nach Rennfahrer. Also die Rückendecker sehen überhaupt nicht nach Rennfahrer aus, wenn ihr mich fragt. Aber da sind die Rückendecker für die zwei neuen Rennfahrer-Skins. Natürlich kriegt ihr auch zum ersten Geburtstag von Fortnite noch einen speziellen Rückendecker. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Ne? Fortnite hat Geburtstag. Zur Feier könnt ihr Rückendecker und Skins freischalten. Ich glaube, es ist aber schon bekannt, wie er aussieht. So sieht zumindest der Rückendecker für den ersten Geburtstag aus. Dann habt ihr eine Torte hinten dran für den einjährigen Geburtstag. Und da könnt ihr euch sicher sein, dass das ein seltener Skin ist, weil wenn Fortnite 2 Jahre alt wird, werde ich vermuten, werdet ihr keinen Kuchen bekommen. Vermutung. Von daher seid dabei beim ersten Geburtstag. Aber ihr habt Zeit. Dann kommt noch für den Modern Military, für den Splinter Cell-Typen, ne? der mit dem grünen Visier, kommt nochmal ein Rückendecker rein. Sieht auch nach Tarnmuster aus, mit Munition hinten dran, Antenne. Nichts Krasses. Ich würde den als episch einstufen. Ganz ehrlich, ich würde den als episch einstufen. So, neue Spitzhacken. Neue Spitzhacken. Passend zu den Taucherskin kommt eine mordsfette Harpune rein mit einem Gastank hinten dran. Die sieht geil aus. Ich finde die geil. Hat nette Details dran mit den Gastanks noch dran und die Harpune vorne. Hat das Ding schon irgendwie einen bösen Look. Also das sieht aus, als ob das eine echt fiese Fleischwunden verteilen kann. Und das mal die Harpune passend zu den Taucherskins, die reinkommt. Für den männlichen Rettungsschwimmer gibt es jetzt eine Spitzhacke, wo eine Rettungsboje dran ist, die mit einem Seil festgebunden ist. Also wenn ihr die weibliche Rettungsschwimmerin gerne spielt, könnte das auch eine passende Spitzhacke sein für die Rettungsschwimmer, die jetzt drin sind. Für den Modern Military Skin, das ist der Typ mit den grünen Augen, gibt es eine Spitzhacke, die ist spitz. Die ist langweilig, ganz ehrlich, ich finde den ganzen Skin ein bisschen langweilig. Der Kopf ist interessant mit dem Nachtsicht und so weiter, aber die Spitzhacke und der Rückendecker ist mega langweilig, was das angeht. Da sage ich mal nichts zu. Die nächste Spitzhacke sieht schon mal geiler aus, weil es ist für die Rennfahrer, weil am unteren Ende haben wir eine Billardkugel, da ist eine 8 drauf, ne? Dann gibt es halt noch die Goldkette, die um den ganzen drumherum ist. Und es sieht einfach aus wie ein Gaspedal. Es sieht aus wie ein Gaspedal, der nach unten zeigt, ne? Stellt doch mal die Spitzhacke so vor, und als ob man den Gaspedal drücken könnte, ne? Das sieht aus wie ein Gaspedal. Und da unten ist noch eine Feder dran, die von einem Rennfahrer dabei sind. Also die ist mega cool designt. Und für die Rennfahrer-Skins, ja, könnte das schon echt eine coole Spitzhacke sein. Kann nicht mein Superfavorit, dafür gefällt mir die Harpune zu sehr. Aber sieht schon mal nicht schlecht aus, würde ich mal sagen, ne? So, wir haben ein straffes Programm, wie ihr seht, ne? Kommen wir zu den letzten Gleiter. Es kommen noch 2 neue Gleiter in das Spiel rein und passend aktuell, heute ist ja der Chomp Senior, der Draufbeißer hieß er, glaube ich, auf Deutsch, ne? Dumme Übersetzung. Aber der Highskin, ne? Der legendäre Highskin. Wenn ihr das verpasst habt, Leute, wie gesagt, in meiner Community-Tab verteile ich euch die News auch ohne ein Video, ne? Ich muss nicht immer ein Video produzieren, um euch Nachrichten zu posten. So, passend dazu gibt es jetzt einen laserschießenden Hai. Ja, Mann. Ein Gleiter mit einem laserschießenden Hai. Ich finde diesen Highskin heute im Shop nicht krass. Ich finde es eines der schlechtesten Legendary überhaupt. Anderes Thema für ein anderes Video. Abo hinterlassen, wenn ihr das nicht verpasst habt. Aber dieser Gleiter mit einem Laser obendrauf sieht einfach nur mords geil aus. Es sieht so nach purem Internet aus, wo laserschießende Dinosaurier oder Katzen vorkommen. Haben wir jetzt in diesem Spiel einen laserschießenden Hai. Es sieht geil aus. Ich bin gespannt, wie das im Spiel aussieht, wie der Laser da rumschießt. Ob da im Intervall schießt, so piu, piu, piu. Mal eben Laser macht, dass er keinen Schaden macht, brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen, oder? Wer auch immer das denkt, gehört einem geklatscht. Ach ja, Leute, und vielleicht wollt ihr auch natürlich wissen, ob man Skins morgen verschenken kann. Ja, ich muss noch ein bisschen recherchieren, was das angeht, aber bleibt auf jeden Fall dran. So, und dann gibt es nochmal einen neuen Gleiter für den Modern Military Typ. Das ist der Typ mit den grünen Augen nochmal. Auch der kriegt einen passenden Rückendecker, sieht aus wie ein Hoverboard aus Spider-Man. Da könnte auch der Goblin drauf sein. Der grüne Kobold. Goblin, ja? Ne, ich glaube Goblin ist da. Sieht aus wie sein Gleiter mit seinem Board, wo er wie ein Spider-Man rumflitzt. Ist das der Gleiter für den Modern Military Typ? Ich finde den nett. Das sieht aus wie ein Hoverboard. Also der Gleiter gefällt mir am meisten von dem Skin. Müsst ihr natürlich getrennt kaufen, ist nicht im Einzelpaket dabei.
Okay, weiter geht's, Leute. 4 neue Emojis sind dabei. Ein neuer Emoji, dann winkt er mit dem Finger. Naja, dann macht er so. So nicht, so nicht. Und der nächste Emoji ist ein Affentanz. Ich glaube, er macht so wie so ein Affe. Kann ich mir vorstellen. Das war gerade eine sehr gute Limitierung, Leute. Ein Like dafür, dass ich mir gerade die Mühe gebe, einen Affen zu imitieren. Wird meine Arbeit irgendwann mal gerechtfertigt? Wer weiß, so wie der nächste Emoji. Er schlägt einfach nur die Hände aus und zeigt sich einfach nur. Wer weiß, könnte blau sein. Ich stelle mir vor, dass es blau ist und nicht episch. Der Affentanz könnte episch sein. Und der nächste Emoji, der verwirrt mich, weil der auch macht, der auch mit dem Finger. Aber in die andere Richtung. Die Bilder sehen sich fast ähnlich aus, nur dass der eine in die linke Richtung zeigt und der andere in die rechte Richtung. Ich weiß nicht warum. Ihr könnt mal spekulieren. Wir können spekulieren. Aber das sind auf jeden Fall die Grafiken, die jetzt in der chinesischen Fortnite-Version drin ist. Weil China schon das Update für 5.1 hat, können wir jetzt schon die Informationen dort rausziehen. Das sind die ganzen neuen Grafiken, Leute. Hier noch die Zusatznews natürlich. Morgen ist der einjährige Geburtstag. Ihr habt es gerade bei den Rückendecker erfahren. Und dazu gibt es für jeden, der Rette die Welt gekauft hat, gibt es nun zwei kostenlose Gründerskins. Und das ist einmal Team Rosa und Warpaint. Die sind schon seit Ewigkeiten angekündigt. Und die bekommen jetzt die Leute, die Rette die Welt gekauft haben. Man hat ja schon immer diesen Sondergleiter gehabt, ne? Den hat man ja schon dazu gehabt, wenn man das Spiel gekauft hat. Und jetzt gibt es zwei Skins. Diesen Legendary, haben auch einen Rückendecker. Ja, die eine mit dem pinken Mütze und mit der blauen Mütze. Sehen für Legendary Skins super langweilig aus, aber ihr könnt die halt nur bekommen, wenn ihr Rettet die Welt besitzt und das Gründerpaket dort. Und ihr könnt das Gründerpaket auch nach dem Update kaufen, soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Alles Genauere gibt natürlich morgen in einem schönen morgendlichen Livestream. Team Frühaktiv, ihr seid gefragt. Jetzt ist Team Nachtaktiv gefragt. Ihr müsst dieses Video liken, ihr müsst kommentieren. Haut eure Soße unten rein. Ich will's wissen. Ich will jetzt noch nachts ein bisschen Lektüre haben. Ich lese eure Kommentare durch. Ihr wisst, Leute, ich bin in den Kommentaren immer aktiv. Ich lese alles durch. Haut das rein. Aber morgen früh ist die Frühaktiv da. Wieso? Weil wir morgen einen Livestream feiern, denn das neue Update. Wenn das Update online geht, bin ich online. Sogar kurz vorher. Ich gebe euch alle Leaks durch, was sich am Update geändert hat. Wir haben das Changelog, die Map-Änderung. Wir schauen uns einfach alles an, machen einen fetten, leisen Livestream mit der gesamten Community. Haben vielleicht satte 5.000 Zuschauer. Letztes Mal hatten wir 15.000 Zuschauer. Diesmal schaffen wir vielleicht 5.000. Wäre doch nicht schlecht, oder? Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und ja, das sind auf jeden Fall zwei Skins, die jetzt noch mit reinkommen. Und was haben wir noch für Infos? Spielwiese kommt am 25. raus. Ich weiß, vor ein paar Stunden kam ein Video raus, das ich vor ein paar Tagen hochgeladen habe. YouTube wollte das Video nicht verteilen. Ich musste es runternehmen, musste ich neu hochladen. Hat gedauert. Vor ein paar Stunden kam halt die Nachricht rein, Spielwiese kommt am 25.07. raus. Also übermorgen nach dem Update kommt es auch raus. Es folgen noch eine Menge andere Leaks. Das sind die ersten, die ich jetzt so rausgeschneckert habe. Aus der chinesischen Version, Leute. Es gibt natürlich auch neue Loot-Ballons und so weiter. Die Woche 3 Challenges und so weiter und so fort. Also es gibt eine Menge Sachen, die wir jetzt noch leaken können. Zu viel für ein Video. Ich muss noch in den Daten rumforschen. Ich wollte euch als allererstes mal die Skins zeigen. Und wie gesagt, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, haut auch ein Abo und ein Like da. Es kostet euch nichts. Nur ein kleiner Daumen und ein kleiner Klick. Ich hoffe, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Nacht. Ihr schlaft schön, seid morgen dabei im Livestream und gebt mir Flosse. Flop.